Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist wieder Steinzeit. Heute geht es um einen Film, den wir vorstellen wollen. Wir sind ja nicht nur Nuviso, wir sind ein Netzwerk von vielen Filmeschaffenden und Filmemachenden. Und dazu haben wir uns einen eingeladen aus Hannover, der Filmemacher Norbert Peter, wobei Norbert der Vorname ist. Grüß dich, Norbert. Grüß dich, Robert. So, jetzt geht's endlich los hier. Ja? Also wir haben lange darüber gesprochen. Du musst unbedingt mal herkommen, das wusste ich schon lange. Und wir wollen heute über dich sprechen, was du machst. Und vor allem wollen wir natürlich deinen Film promoten. Du hast dir ein Projekt an die Brust genagelt, wo du Mut machen möchtest. Und das ist auch der Titel deines Filmes, Mut. So, ja. Wie kam es dazu, dass du sagst, du willst jetzt einen Film machen, der zum einen uns in die richtige Richtung schiebt, also uns, wie der Film auch sagt, der Titel sagt, Mut machen möchte, aber was ist so dein Initial, dass du sagst, so, ich habe die Faxen dicke jetzt hier? Ich habe zwei Kinder, einen 14-jährigen Sohn und eine frische Tochter, ungefähr 9 Monate. Und ich möchte, dass die in eine angenehmere und intellektuellere Welt reinkommen. Mhm. Und das Schulsystem, das hat mich sehr beschäftigt durch meinen Sohn, der von der Waldorfschule ist. Und er hat wiederum Freunde, die auf keiner Waldorfschule sind. Und da habe ich Unterschiede festgestellt. Und da wir uns generell mit Dingen beschäftigen, womit sich, ich denke, nicht so viele Menschen, also noch nicht beschäftigen, würde ich gerne diesen Film drehen und die Augen von einigen Leuten öffnen. Also es ist ein Film, der als Zentralthema hat, die Fehler in unserem Schulsystem. Oder was du als solche erkennst. Ja, genau, richtig. Ich möchte darauf hinweisen, was auch schon David Precht sagt, dass das Schulsystem komplett veraltet ist. Und dass es nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und dass Unterrichtsfächer fehlen und dass Unterrichtsfächer vorhanden sind, die total veraltet sind. Also David Precht ist einer, der mir auch sehr gut im Ohr liegt, wenn ich das so sagen darf. Ich habe viel von ihm gesehen schon. Zu wenig gelesen. Ich weiß, was in seinen Büchern steht. Ich habe andere Bücher, die ich gerade lesen muss. Aber was er sagt, was er von sich gibt, das mag viele Leute nicht gefallen. Aber ich finde, der legt den Finger ziemlich in die Wunde, ziemlich tief sogar. Gerade auf unser Schulsystem. Und er hat es ja in seinen Erklärungen so dargestellt, dass unser Schulsystem eigentlich aus Mitte des 19. Jahrhunderts herrührt, wo man einer jungen, aufstrebenden Industrienation, wie es Deutschland damals war, eben Arbeiter zur Verfügung stellen musste. Genau. Das war wie eine Kaserne, ein langer Gang. Links und rechts gehen die Zimmer davon weg. Das hatte mit heutigen modernen pädagogischen Mitteln überhaupt nichts zu tun. Vogel frisst oder stirb. Ja, ich erinnere mich, ich hatte auch einen Lehrer, der so drauf war. Der hat uns einfach nur von oben zack, 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 sobald du eine Leistung nicht gebracht hast, bist du knallhart abrasiert worden. Das hat also mit Lernspaß und sowas hat das nichts zu tun gehabt. Und das war 1980. Ja, und das ist jetzt schon ein paar Tage her. Und ich weiß nicht, inwieweit unser Schulsystem mittlerweile sich verbessert hätte. Wo siehst du das Hauptproblem in der Schule heutzutage? Ich finde, dass die Fächer nicht angepasst sind an die heutige Zeit. Und so Mathe schreiben, das ist doch wichtig, ja. Ja, letztendlich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, und ich denke, das weiß jeder, wenn du zum Beispiel Mathe hast und aus der Schule, oder sagen wir so, du kommst aus der Schule heraus, was brauchst du? Du brauchst im Grunde plus minus mal geteilt und Dreisatz. Ja. Formeln umstellen brauchst du in den meisten Fällen nicht mehr. Also ich benutze zum Frühstück schon binomische Formeln. Ja, Nein, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, was du meinst? Ja. Wenn du aber in einem fortgeschrittenen Alter bist und du berufsbedingt diese Formeln lernen musst, dann lernst du die so. Klack, weil du sie brauchst für deinen Beruf. Im Grunde lernst du es ja später auch Learning by Doing. Und ich finde, es macht keinen Sinn, wenn du irgendwelche Kurvendiagramme lernen musst, die du im Leben nie wieder brauchst. Es sei denn, du wirst Mathelehrer. Dann braucht es. Es sei denn, du wirst Mathelehrer. Allerdings, trotzdem, wenn du Mathelehrer auch wirst, lernst du es in deinem Studium. Nochmal und sogar noch viel besser, weil du es auch willst. Und wenn ich in der Schule etwas nicht lernen möchte, dann habe ich keinen Spaß. Das Problem ist ja auch, wenn du in Mathe hier keinen Durchstieg hast, ja, wenn man also das nicht durchdringen kann, dieses Thema höhere Algebra, Geometrie und so weiter, Funktionslehre, hast eigentlich in Physik auch schlechte Karten. Also es sind schon mal zwei Sperrfächer,
die dir dann ständig ein Problem darstellen. Ja, das ging mir genauso und es geht Millionen anderen Schülern so. Die schleppen sich also mit Mühe und Not durch diese ganze Thematik und hinterher wird der große Reset-Knopf gedrückt und wenn die dann irgendwo in den Beruf gehen, wird das nie wieder abgefragt, das Wissen. Ja. Genau. Also du sagst, mit diesem, deiner Meinung nach, unnötigen Wissen wird viel Lernzeit verschwendet oder vergeudet, genau, die man mit sinnvolleren Sachen erfüllen könnte. Genau, und ich finde, es ist einfach eine ganz unschöne Aussortierung von A, B, C und D und E und F Schülern. Da wird einfach ein Fach hingeschmissen. Mhm. Die Kinder müssen das auswendig lernen. Und wer am besten auswendig lernen kann, der kommt dann in die schöne Gruppe. Mhm. Und der schlecht auswendig lernen kann, weil er vielleicht zu kreativ ist, ja, da wird auch die Kreativität beschnitten. Ja, der kommt halt dann in so einen Bereich, wo er mehr so drei oder dreien, vieren und fünfen bekommt, weil ich gut auswendig lernen konnte. Aha. Wenn er Glück hat, kann er sich das alles ableiten und bekommt trotzdem eine gute Note, wenn er doch überkreativ ist. Ja, das ist ganz schlecht gemacht. Es ist nicht angepasst an die Kinder, finde ich. Mhm. Das ist meine Meinung. Kennst du zufällig Professor Ken Robinson? Nein. Das ist ein englischer Wissenschaftler, der sich auch seit Jahren für eine modernere Schule einsetzt und der hat einen TED-Talk gemacht, TED-Talks, die kennst du wahrscheinlich. Und das ist schon alt, dieser Talk, aber der hat Millionen Klicks gehabt im Internet, weil der lustig ist und humorvoll und irgendwie hat er auch Esprit. Und der hat da in einem dieser Talks hat er von dem Beispiel von Gillian Lynn erzählt. Mhm. Gillian Lynn, die kennt heute jeder, aber ihre Geschichte ist, sie war so hibbelig in der Schule. Die hat nicht aufpassen können, konnte sich nicht konzentrieren, hat ständig irgendwie die anderen Kinder durcheinander gebracht und das war für die Mutter sehr schlimm, das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann ist sie zu einem Psychologen gegangen und der hat mit ihr gequatscht über die Tochter und hat dann gesagt, okay, bleib mal hier sitzen, Mädel, ist mit der Tochter rausgegangen und hat vorher das Radio angestaltet. Und dann sind die rausgegangen und haben gesehen, in der Sekunde, als die beiden Erwachsenen aus der Tür raus waren, hat die angefangen zu tanzen. Mhm. Und dann hat er zu ihr gesagt, Mrs. Lynn, your daughter is not sick, she's a dancer. Mhm. Take her to a dance school. Und das war der eigentlich entscheidende Punkt und dann hat die Gillian Lynn in ihrer Biografie erzählt, wie wunderbar das war. Sie ist in eine Schule gekommen, wo alle so waren wie sie. Mhm. They could not sit still to think. Die konnten nur dann denken, wenn sie sich bewegt haben. Mhm. Und Gillian Lynn ist eine der erfolgreichsten Choreografinnen der Welt geworden. Die hat Cats gemacht, die hat studiert am Royal Ballet, die hat eine eigene Professur bekommen. Die ist eine der erfolgreichsten Choreografinnen geworden auf der Welt, ist Multimillionärin geworden. Und ein anderer Arzt hätte vielleicht gesagt, ja, gib hier diese Pille und sag ihr, sie soll ruhig sein. Mhm. Also die Geschichte, die dahinter steckt, ist einfach, die Kinder lassen sich nicht in ein Schema F passen, reinpressen, sondern sie sind alle individuell. Und das Lehrsystem, wie wir es kennengelernt haben, Frontalunterricht reinfüttern, irgendwie dann Bulimie lernen, also sprich das Ganze verinnerlichen, einigermaßen für die Prüfung auskotzen und dann wieder vergessen. Was könnte man da anders machen? Ich würde zum Beispiel vorstellen, dass die Kinder einfach später zur Schule gehen. Meinst du mit 7 oder 8 Jahren erst? Oder? Nein, ich meine urzeittechnisch. Ach so, okay, dass sie nicht so früh aufstehen müssen. Ja. Naja, vielleicht auch im Alter, vielleicht später zur Schule, ja. Zumindest da, wo sie in der Lage sind, Spaß zu empfinden, etwas zu lernen. Mhm. Also, wenn wir jetzt über das Einstiegsalter zur Schule sprechen. Also ein Jahr später vielleicht. Ja, sogar, oder vielleicht sogar zwei. Oder vielleicht gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, dass die Kinder sich zusammen beschäftigen und von Älteren lernen, die vielleicht auch in einem Klassenzimmer drin sind, dass das Prinzip der freien Schulen, dass da altersübergreifend und klassenübergreifend gelernt wird von den Älteren und dass die Kinder auch erstmal gar nicht lernen müssen, wenn sie nicht möchten. Mhm. Da habe ich einen Freund, der eine freie Schule machen möchte demnächst und ich habe die ganzen Prinzipien mir angehört. Ich fand das sehr interessant. Mhm. Die Kinder gehen rein, halten sich da auf. Wenn sie Lust haben, lernen sie was. Wenn nicht, gehen sie in den Garten spielen, bauen was oder bauen nichts oder langweilen sich nur. Ja, okay. Liegen rum oder stehen rum, aber sehen, dass andere was lernen. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Auch die Uhrzeit finde ich, ehrlich gesagt, bestialisch, so früh aufzustehen. Ich denke, es ist meine Mutmaßung, ich denke, das wurde früher deswegen gemacht, damit die Kinder sich daran gewöhnt haben, früh aufstehen zu müssen oder früh aufstehen zur zu Arbeit, können. Ja. Genau, zur Arbeit zu gehen. 6 Uhr fährt man den Schacht also, ein. Denke ich, vielleicht irre ich mich. Aber die Uhrzeit ist eine Katastrophe. Ich denke nicht, dass jemand morgens um
kurz vor Acht in der Lage ist, Mathematik oder physikalische Zusammenhänge da reinzudrücken. Ja. Hier in Leipzig gibt es nullte Stunde, habe ich gelernt. Das fängt um 7.30 Uhr an. Ah, ja, okay. Also das war mir komplett neu. Und dass sie sogar Samstagunterricht haben, das ist Horrorvorstellung für mich. Also ich bin eine Eule. Es gibt ja Lerchen und Eulen als Menschen, diejenigen, die in der Früh einfach nicht aus dem Quark kommen, dafür nachts aktiv sind. Und dann gibt es diejenigen, die sind schon mit dem ersten Sonnenstrahl auf 120% und gehen aber abends um 9 ins Bett. Und da müsste man eine Unterscheidung finden alleine, glaube ich. Also ich war vor 9 Uhr, war mein Kopf Honig. Also da war nichts drin irgendwie so. Und erst so langsam kam dann, nach der Pause kam es dann so wirklich. Okay, das wäre schon mal eine Maßnahme. Ja? Und dann hast du angesprochen, wir haben falsche Fächer. Was meinst du mit falschen Fächern? Also klar, die naturwissenschaftlichen Fächer könnte man ausweiten mit sinnvolleren Inhalten. Ich muss jetzt nicht wissen, wie jeder russische Fluss heißt, den muss ich nicht auswendig lernen. Es sei denn, ich mache da eine Bootstour irgendwann, dann werde ich sowieso lernen, was da ist. Aber was wären für dich sinnvolle Fächer, dass man sagt, hier müsste man neu anschauen? In der heutigen Zeit würde ich tatsächlich vorschlagen, Fächer wie Psychologie. Ah, okay. Jetzt oder Empathie. Einfach nur mal um das Wort einfach einzuführen, dass die Kinder wissen, dass es das gibt. Und da wird darüber gesprochen, was ist Empathie? Ja, das ist die Empfindung, sich in andere Menschen reinzufühlen. Weil wir lernen nur Ellbogen, ne? Sei besser als der, vernichte den, dann kommst du vorwärts. Das wird ja, finde ich, auch schon in der Schule reingebracht. Derjenige, der die besten Noten hat, hat den meisten Erfolg. Ja, genau. Der bekommt die meisten Streicheleinheiten. Mhm. Ah, super. 1,0, wow. Wow, super, hey, dann nehmen wir es super. Wie ist das in der Waldorfschule? Ich glaube, da gibt es gar keine Noten bis zu einer gewissen Altersgruppe. Da gibt es keine Noten, richtig. Das kommt dann irgendwann später. Da gibt es am Ende tatsächlich als Zeugnis ein 3- bis 4- bis 5-seitiges Pamphlet, wo der Klassenlehrer mindestens 2 Seiten darüber schreibt, wie der Schüler sich entwickelt hat, welche Entwicklungsstufen er gemacht hat, was er Gutes macht, wo er sich verbessern könnte. Also es wird nicht geschrieben, was er schlecht macht, sondern was sich eventuell verbessern könnte. Aha. Ein super Prinzip. Geht dein Sohn seit der ersten Klasse auf die Waldorfschule? Du hast also jedes Jahr so einen Abschlussbericht gelesen von ihm. Ja? Genau. Bringt dir das mehr wie eine Note, wo drin steht Englisch 2, Geschichte 4, Mathe 1? Ja, natürlich. Ich meine, was habe ich denn davon, wenn da eine Zahl steht? Physik 1 oder Physik 6, was habe ich denn davon? Das Mikrofon gefasst. Was habe ich denn davon? Gar nichts. Yeah. Er hat eine Einstufung von einem Lehrer, der sich denkt, ich schreibe da mal das auf. Und wenn der Lehrer meinen Sohn nicht mag, bekommt er eine schlechtere Note. Kennen wir doch alles. Yeah. Yeah. Ich meine, bei Fächern, wo das geht, bei Deutsch zum Beispiel, da kann der Lehrer natürlich dann sagen, Themaverfehlung gefällt mir nicht. Ja. Er kann sagen, mündlich warst du nicht so gut, hier Minuspunkte, hast nicht oft die Hand gehoben. Ah, verstehe. Kann ja auch sich verfälschen. Also du plädierst für einen besseren Umgang, dass man den Kindern einen besseren Umgang miteinander vermittelt. Definitiv. Dass sie sich als Teil einer Gesellschaft empfinden und nicht im Kampf der Heuschrecken sich identifizieren sollen. Ja. Genau, und dass sie sich kollektiv untereinander helfend durch die Welt bewegen und nicht gegeneinander kämpfend. Ja, natürlich ein edler Vorsatz. Man müsste dann auch an der Gesellschaft ein paar Schrauben drehen, um das zu ändern. Wenn ich jetzt das deutsche Fernsehen am Nachmittag einschalte und sehe da Gerichtssendungen mit dem Titel Verklag mich doch, wo also Kinder lernen, dass es ganz normal ist, wenn Erwachsene sich anschreien, anspucken, anschimpfen und dann auch vor Gericht zerren. Also das ist natürlich jetzt ein hypothetischer Gedanke, dass wenn Kinder das in der Schule mitkriegen, dass die Gesellschaft natürlich dann, sobald sie aus der Schule rausgehen, das genaue Gegenteil vorlebt. Spätestens wenn Mami klein Justin von der Schule abholt und dann im Straßenverkehr kämpfen muss mit den Verkehrsteilnehmern. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich weiß, was du meinst. Wobei wir natürlich auch das Schöne haben in der heutigen Zeit, die Kinder schauen kein Fernsehen mehr. Die gucken alle YouTube. Die gucken kein Fernsehen mehr, zum Glück. Wir bezahlen die GEZ, aber die gucken kein Fernsehen mehr. Ja. Ja, finde ich ganz gut, denn das Angebot ist eine Katastrophe. Ja.
ist nicht nachvollziehbar, warum das produziert wird. Na gut, wir wissen, warum es produziert wird, aber ich finde es nicht gut. Ja. Ich finde es nicht gut. Kennst du Free Rainer? Den Film mit Moritz Bleibtreu? Nee. Ist schon länger her. Mhm. Es geht darum, dass ein vollkommen durchgeknallter Filmproduzent irgendwie sich eine Box beschafft, mit der die Quoten ermittelt werden und die dann faked. Also sprich, er spielt in die Ergebnisse Zahlen rein, dass nicht die Trash-Programme wie Verklag mich doch und die Geissens und was weiß ich, Cobra 11, so das ganze... wie soll ich sagen, Prekariatsfernsehen, dass das keine Quoten mehr gibt und plötzlich Dreisat, Arte und ja halt irgendwelche Kulturprogramme plötzlich in den Quoten steigen und dann immer mehr Leute darauf eingehen. Mhm. Und plötzlich stellen die Leute fest, es ist ja viel besser, wenn wir sowas anschauen, das macht ja viel mehr Spaß. Mhm. Also der Film hat als Aussage, dass die Leute gar nicht dieses Trash-Programm wollen, wie es immer geheißen hat, sondern dass die Leute schon Interesse dran haben an intellektuellen Inhalten. Das finde ich ziemlich genial. Also der Film ist echt gut, der ist schon ein paar Jahre her, bestimmt über 10. Aber die Botschaft finde ich natürlich toll. Wer sagt denn, dass wir diese Scheiße anschauen wollen? Das sind nur ein paar wenige Prozent, die sich daran ergötzen vielleicht oder halt nicht wissen, was sie sonst mit ihrem Kopf anstellen sollen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, intellektuell die Welt durchzudringen. Das verstehe ich schon, ja. Aber ich bin mir sicher, dass die schweigende Mehrheit die Nase auch voll hat von diesem unglaublich schlechten Angebot. Ich kann kein Fernsehen mehr schauen nachmittags oder insgesamt. Ich schaue Fernsehen, aber selektiv. Mhm. Ich habe einen Receiver mit Festplatte, 1000 Gigabyte, und ich scanne einmal in der Woche in ein paar Sekunden die ganze Fernsehlandschaft und ich programmiere mir die und die Ausschnitte. Und dann, wenn ich irgendwann mal wieder am Fernseher sitze, dann gucke ich, was auf der Festplatte drauf ist und sehe, hier ist eine Reisedoku aus den Fidschi-Inseln von Dreisat, super genial, tolle Drohnenbilder, ich lerne etwas über die Kultur von da, ich sehe mir irgendeinen Film an oder ich schaue viel Reisedokumentationen an, ich mag auch Politprogramme und Diskussionen, ich gucke gezielt und manchmal lasse ich mich auch einfach berieseln mit Filmen, aber es ist furchtbar, deswegen machen wir, was wir hier machen, als Alternative für diese für dieses unglaublich schlechte Programm. Aber meine Frage ist dann, wie können wir nicht nur die Kinder, die ja offensichtlich schon in die richtige Richtung denken, wie können wir denn die anderen Leute dazu ermutigen, nicht mehr die ganze Zeit Fernsehen zu schauen? Ich denke, das ist sehr schwierig. Kommt auf die Generation an. Und ich denke, dass es sich ausschleichen wird. Dass Fernsehen aussterben wird? So. Ja, es wird sich ausschleichen aus dem gesellschaftlichen Alltag. Das Fernsehprogramm. Du meinst, dass die Tagesschau dann nicht mehr so am Abend als goldene Weisheit verkünden darf? 11 Millionen jeden Abend schauen Tagesschau, weißt du? Ja, ich denke, die Zahl muss ja auch nicht stimmen. Ja, natürlich, aber es sind viele. Wir wissen es nicht, ob die Zahl stimmt. Und ich kenne in meinem Bekannten- und Freundeskreis kenne ich keinen, der Fernsehen guckt. Mhm. Keinen. Nachrichten auch nicht. Okay. Zeitung auch nicht. Also ich schaue es beruflich. Ich gucke, mit was die Menschen heute verarscht worden sind. Mhm. Oder mit was die Sau ist, die diese Woche durchs Dorf gejagt wird. Das bekomme ich ja auch mit. Mhm. Wo ich dann mal, wenn ich mal in der Markthalle sitze, dann gibt es ja mal diese ausgehängten Zeitungen, was du lesen kannst. Und da ist auf der Front immer eine tolle Schlagzeile. Ja, genau. Und meine Jungs und ich, wir überlegen viel eher, warum das da steht. Deine Jungs, deine Clique oder deine Freunde, genau, meine deine Freunde. Homies. Ja, genau. Wir überlegen wirklich viel mehr, warum das da an dem Tag da drauf steht und nicht über das Ereignis. Also wir reden nicht über das Ereignis, sondern warum das da steht. Mhm. Weil es ist ja nun doch halt alles gelenkt. Kommen wir zurück auf die Schule und ja eigentlich auf deinen Film auch. Also sprich, das Initial für dich war, dass die Fehler, die in dem Schulsystem passieren, wie wir unsere Kinder erziehen, wie die neue Generation herangeführt wird ins Leben. Mhm. Und du bringst in diesem Film Protagonisten mit ein, die in dem Film einen Auftritt haben. Genau. Ja. Und du hast da auch ein paar tolle Leute angesprochen, die mitmachen. Einen, der war hier auch schon gesessen auf diesem Stuhl, ein gewisser Herr Ganser. Ja, was spielt denn der da? Ist der Daniele. Spielt der Herr Ganser den Daniele oder spielt der Herr Ganser einen Patrick Lloyd, der was ganz anderes macht? In dem Film spielt jeder sich selbst. Okay.
Auch ein Dirk Müller spielt sich selbst. Der Mr. Dax. Mr. Dax, ja, genau. Der Börsenexperte. Der spielt auch sich selbst, genau. Cool. Und Ganser spielt auch sich selbst und gibt dem Protagonisten in dem Film, also dem Hauptdarsteller, gibt er ja sein Wissen mit, was er erforscht hat, und gibt dieses Wissen dem Schüler. Weil der Schüler, soll ich mal die Geschichte erzählen? Gerne, bisschen. Ja, komm, ja, pitch it. Ich kann aber nicht alles erzählen, weil es muss noch ein bisschen Geheimnis drin bleiben. Pitch die Idee. Ja. Pitch die Idee. Ein junger Mann, also ein Schüler, 14 Jahre, hat in der Schule die Aufgabe, einen Aufsatz zu schreiben oder eine Jahresendarbeit zu machen über den 11. September. 9/11, also 9/11, 2001. Genau. Richtig. Ja. Mhm. Er selber lebte damals nicht. Und er fängt an zu recherchieren. Also nicht so wie wir. Wir haben gelebt, wir haben es gesehen, live. Ja, ja. Er nicht. Deswegen ist das auch sehr interessant, weil wir haben ein anderes Gefühl dabei, wenn wir 9/11 hören, als die Jugend. Wir haben den Schock noch vor Augen. Genau. Wir haben ein anderes inneres Gefühl in uns. Wenn wir das Wort nur hören, 9/11, oder den Satz 9/11 oder 11. September nur hören, haben wir eine Empfindung. Die Kids nicht. Die gehen anders damit um. Jedenfalls, er recherchiert, findet öffentliche Meinung, alternative Medien, findet Theorien, findet Professoren, Statiker, und alle erzählen irgendwie nicht das Gleiche. Es passt nicht zusammen. Und da er dadurch sehr verwirrt ist, schreibt er dann das, was er denkt. Fängt an, das vorzutragen in der Klasse, und der Lehrer bricht ab und sagt, hier, so einen Quatsch will ich hier nicht hören. Das ist Quatsch, was du erzählst, das darfst du nicht vortragen. Wenn du das vorträgst, dann fliegst du von der Schule. Also ganz knallhart. Passt nicht zur Lehrmeinung, passt nicht dazu, was ich hier vermitteln muss mit meinem Lehrauftrag, wobei ich das Wort schon schrecklich finde, Lehrauftrag. Fühlt sich doof an. Naja, und dann er in der Pubertät, fühlt sich schlecht. Und als er nach Hause kommt, sagt seine Mutter, hör zu, dein Lehrer rief mich an, du hast Mist gebaut. Und dann haut er von zu Hause ab. Weil er kurz vor den Daniele Ganser im Internet gesehen hat, dass der aus der Schweiz kommt. Und er will den besuchen und will sich für seinen Aufsatz, damit er es richtig macht, will er sich Beweise holen. Also Beweise, Untermauerungen von dem, was er fühlt und spürt. Fährt in die Schweiz. Und ich möchte auch gar nicht viel mehr erzählen. Okay, alles klar. Aber fährt in die Schweiz, aber nochmal ganz kurz, das ist nochmal interessant. Während er von Deutschland in Richtung Schweiz travelt, trifft er auf diverse Leute und führt auch gezielt mit Leuten, die er recherchiert hat vorher, Interviews. Und mit dabei ist dann der Gehirnforscher Manfred Spitzer. Der Spitzer? Der Spitzer. Okay. Und mehr erzähle ich nicht. Ah, okay, okay. Alles klar, also es ist eine Reise, nicht ein Roadmovie in dem Sinn, aber eher ein Erkenntnisprozess. Der junge Mann, der geht hinaus in die Welt und versucht sich die richtigen Informationen zu holen, weil es nicht passt, was er selber recherchiert hat und was er in der Schule gelehrt bekommt. Exakt. Ja. Er will sich nicht dieser Lehrmeinung anpassen. Genau. Okay. Im Grunde kennst du das ja wahrscheinlich, das ist der klassische Dreiakter, so wie das im Movie-Business genannt wird. Heldenreise. Heldenreise, genau. Ja. Du hast erstmal den Dulli, dann gibt es ein Ereignis und am Ende ist er der Held. Was ist der Dulli? Der Dulli ist, dass er vor diesem Ereignis, dass er falsch verstanden wird und dass er Ärger bekommt für seine Recherchen, für seine Empfindung, ist er jemand, der viel Telespiele spielt, immer noch am Handy daddelt. Ja, ja, okay. So wie die Jugend ja leider oft ist. Mhm. Ja? Und durch diese Erkenntnis reift er auch mehr zum Mann. Mhm. Er wird jetzt nicht ein fertiger Mann mit seinen 14, aber er reift in einen gedanklichen Prozess, wo er einfach die Dinge am Ende seiner Reise anders sieht. Mhm. Okay. Aber ich möchte nicht mehr erklären. Ja, ich bin jetzt schon heiß drauf auf das Thema. Ja. Ich kenne auch den Protagonisten. Okay. Vor allem interessiert mich natürlich auch, wie die Herrschaften Ganser, Müller und Spitzer auf deinen Vorschlag reagiert haben. Waren die da offen für? Wie fanden die dieses Projekt? Ja, der Ganser, das ist eine sehr schöne Geschichte. Bei dem Ganser war das so, ich habe ihn verfolgt schon seit vielen Jahren. Klar, wir alle. Und da habe ich mir immer so gedacht, wow, endlich mal so ein Typ, der interessanterweise gut aussieht, ja? Nicht seine Seidenhosen trägt, seine Seidenhemden mit seinen fettigen langen Haaren, als Professor mit Brille auftritt und erzählt, ja, ich glaube, das könnte so. Nein, der geht auf die Bühne, sieht gepflegt aus,
Und erklärt in einem langsamen, in einer langsamen Art und Weise zu sprechen, erklärt der mit seinem für uns vielleicht lustigen Schweizer Dialekt, was da passiert ist. Er ist eher sympathisch, der Dialekt. Wie er spricht, ist ja, eher so, natürlich er hat so einen Sympathiebonus. Ich wollte ein bisschen überspitzen. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich den aus den Augen verloren, hatte viel zu tun beruflich. Und irgendwann letztes Jahr habe ich so gedacht, ey, der ist geil, den musst du mal treffen, den musst du mal supporten, weil er so immer noch am Start ist, immer noch was macht. Ich habe auch mitbekommen, er hat seinen Lehrstuhl verloren, weil er halt über den 11. September etwas geschrieben hat, was der amerikanischen Botschaft darin nicht gepasst hat. Ist er wohl hochkant, naja, oder nicht von der Hintertür rausgeflogen worden von der Uni. Fand ich doof und habe ich so gedacht, komm, den rufst du mal an und dann kontaktierst du den mal und sagst dem mal, ich drehe was mit dir, hast du Lust? Auch wenn es nur 3 Minuten ist. Nur mal so, damit er mal was anderes hat als diese üblichen Vorträge. Na gut, habe ich ihn angeschrieben, dann kommt eine Mail zurück. Keine Zeit, immer nur Vorträge und bitte Verzeihung. Gut, ich zurückgeschrieben nochmal. Ich wäre wirklich sehr interessiert und dann schrieb er tatsächlich zurück, was erst mal ein Autoresponder, was ich nicht wusste. Erst mal ein Autoresponder. Und dann schrieb er zurück und hat dann geschrieben, er wäre im September in Hannover, wo ich ja nun wohne. Allerdings war es Sommer. Und da ich so ein Hibbeliger bin, ich wollte es schnell. Habe ich zurückgeschrieben, zu spät, wann sind Sie in Deutschland? Er schreibt zurück, übermorgen. Ich schreibe, wo? Er schreibt, Heilbronn. Oh. Ich schreibe, ich komme. Okay. Ja? Okay, ja. Dann bin ich hingefahren, habe ihn getroffen. Und dann haben wir uns nach seinem Vortrag, haben wir uns in ein Café gesetzt, mit noch ein paar anderen Leuten, haben geredet. Ich hab erzählt, was ich möchte, habe gesagt, du, ich weiß nicht, was Sie machen könnten. Ich würde gerne mit dir was drehen. Und am Ende hat er gesagt, okay, wir drehen was. Er hat gesagt, mach irgendwas, denk dir was aus, ich bin dabei. Ich vertraue dir, ich spüre, dass du das kannst, mach. Okay, das war so, wie ich ihn kennengelernt habe. Naja, dann habe ich ihn gefragt, ob er mit was Fiktivem einverstanden wäre oder ob es eine Doku sein muss. Hat er gesagt, ist mir egal. Okay. Und da habe ich gewusst, okay, ich mache etwas dazwischen. Ich mache eine Fiktion mit einer Geschichte, die jetzt nicht unbedingt immer auf irgendwelche krassen politischen Ereignisse hinzielen muss, aber dass er eine gute Rolle hat, dass er einen schönen Auftritt hat. Und dass wir etwas gesellschaftlich Kritisches anschneiden können in einer ausgedachten Geschichte. Ja, und dann war ich im Auto und die Fahrt von Heilbronn nach Hannover ist lang. Und dann dauerte das so 4 Stunden fast. Und dann habe ich mein Telefon genommen und habe eine Idee eindiktiert. Okay. Weil ich wollte unbedingt was mit Schule machen, mit Wissen. Ja. Und den Aufhänger 9/11 habe ich genommen, weil das immer noch das ist, wo ich das Gefühl habe, wir waren dabei, aber die nicht. Weil das halt sehr viel Kontroversen schaffen kann und sehr viele Leute zum Nachdenken bringen kann. Ja, so ist es entstanden. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, ja, okay, das reicht mir vollkommen, dass ich den jetzt schon sehen möchte. Definitiv. Ich finde auch, wie du es aufziehst, gut, dass die Leute jetzt nicht, dass der Daniele Ganze jetzt nicht plötzlich einen anderen Namen hat, sondern als der auftritt, der ist, wahrscheinlich die anderen dann auch, nehme ich mal an, ja. Dirk Müller wird Dirk Müller heißen und genau. Manfred Spitzer. Richtig, logisch, ja. Nur der Hauptdarsteller heißt dann nicht so, wie er heißt, sondern der heißt dann Magnus. Okay, alles klar. Die Frage, die kommt jetzt gerade erst so richtig in den Kopf. Es geht um Bildung und wir haben vorhin drüber gesprochen, Spitzer, genau, jetzt. Manfred Spitzer war ja auch schon hier, noch nicht bei mir, aber ich bin dran und hoffe, dass ich ihn bald auch mal hier habe, weil ich seine Arbeit seit vielen Jahren verfolge. Ich sehe ihn als einsamen Rufer in der Wüste, den keiner gerne hört. Der wird also regelmäßig als armes Würstchen in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten, wird er verheizt, wenn er dann mal bei Plasberg sitzen darf und seine Erforschungsergebnisse zeigt, hauen die anderen alle auf ihn drauf. Was er für ein Rückständler sei, dass er sich doch dem Fortschritt nicht entgegenstellen dürfe, dass er doch nicht so übertreiben solle und so weiter und so fort. Aber seine Ergebnisse, seine Forschungen zeigen eindeutig,
unsere Bildungslandschaft und vor allem die Entwicklung der Jugendlichen fährt gegen die Wand. Mhm. Vollgas. Komplett. Mit Eingang runtergeschaltet und noch Vollgas dazu. Wir sehen das an den Ergebnissen aller Experimente, die sie gemacht haben mit den Tablets in den Schulen, in denen die Tablets eingeführt werden. Wenn Kinder wie in England zum Beispiel 100.000 Tablets geschenkt bekommen oder Handys, sind ein Jahr später die Leistungen runtergegangen. Mhm. Die können sich nicht mehr konzentrieren. Die Schüler wollen die Dinger nicht mehr haben. Mhm. Es ist eigentlich eine furchtbare Entwicklung. Aber bei uns passiert genau das Gegenteil. Wir müssen die Kinder weiter voranbringen. Die Digitalisierung ist ein ganz großes Thema. Mhm. Sein Buch heißt, eins seiner wichtigen Bücher heißt Digitale Demenz, aber ein weiteres Buch von ihm, ein bisschen aktueller, Cyberkrank. Mhm. Heißt, jedes Kind, das den ganzen Tag nur irgendwo auf Glasoberflächen rumwischt, genau, verliert wichtige Erfahrungen im Leben, die es nicht mehr nachholen kann. Mhm. Und ich muss mal ein bisschen ausholen hier, wenn ich hier schon einen Vortrag halte fast, ja. Unser Gehirn ist so verschaltet und verdrahtet, dass es synaptische Spalten gibt. Eigentlich totaler Quatsch, weil der Informationsfluss wird ja da gestoppt. Wieso muss da eigentlich eine Spalte drin sein, wenn doch eigentlich ein Kabel durchgehend viel schneller wäre für die Informationsübertragung? Hat folgenden Hintergrund, weiß man auch eben durch Spitzer, der 40 Jahre Arbeit, dass sich durch diese synaptischen Spalten die Verknüpfungen neu arrangieren. Das heißt, jede Erfahrung, die ich mache, jedes Buch, das ich anfasse, jedes Glas, das ich nehme, jeden Stock, den ich anfasse oder eben nur jede Glasfläche, die ich berühre, hat einen haptischen Abdruck, ein haptisches Echo in meiner Verschaltung. Und je nachdem, was ich trainiere, Klavierspielen, Geige spielen, Malen, Klettern, Taekwondo, hat einen bleibenden Eindruck in meinem Gehirn. Genau. Und jede Erfahrung, die wir nicht machen, ist eine verpasste Erfahrung. Mhm. Make a long story short, jedes Kind, das in seinem Leben weniger draußen rumspielt und klettert und auf die Nase fällt und sich ein blutiges Knie holt und einfach spielt, rennt, macht, tut, wie wir das alles gemacht haben, wird in seiner neuralen Entwicklung nicht so weit kommen, wie es hätte sein können. Also ich will nicht sagen, dass die blöder werden, aber sie werden weniger schlau, wie sie eigentlich werden könnten. Mhm. So, das jetzt mal als vorweggestellt. Das weiß man mittlerweile. Er hat es bewiesen in seinen jahrelangen Forschungen, in den Studien mit den anderen Leuten auf der Welt, die das machen, die anderen Forscher und so weiter. Wieso will das kein Schwein hören? Bam. So, ja. Puh, das ist eine sehr gute Frage. Bequemlichkeit. Ich denke, es ist sehr bequem. Ich sehe das ja ganz oft, jetzt auch wenn ich unterwegs bin, durch meine Tochter, wo Eltern ganz plump ihre kleinen neugeborenen Kinder vor iPads packen. Und haben ihre Ruhe dann. Wo sich große Bilder bewegen und das Kind dann draufpeitschen kann, dann ändert sich das Bild. Ja, das ist total krank. Es werden sogar so kleine Sitzstühlchen gebaut, wo die iPads schon eingebaut sind. Ja, ja. Für, was weiß ich, für halbjährige oder einjährige Kinder, damit sie sich damit sowas beschäftigen. Mhm. Und ich denke, dass das dann durch sehr viele Elternhäuser so einfach so weitergeht, dass sie wissen, okay, ich packe das iPad aus, mach die App an und dann habe ich meine Ruhe. Dann kann ich putzen, dann kann ich hier die Papiere machen, dann kann ich irgendwas tun. Im Auto kann ich es auch entscheiden, habe ich auch meine Ruhe. Ich kann in Ruhe telefonieren. Mhm. Ich meine, das schlimmste Bild ist doch, wenn du durch so einen Park oder durch einen Zoo läufst und die Muttis rauchend und mit Handy mit dem Bauch den Kinderwagen schieben. Ja. Das ist kein Einzelfall. Ja, ich sehe das überall. Das sehe ich überall. Mhm. Das ist so ein abstoßendes Bild. Und früher, als es Handys nicht gab, gab es eine direkte Kommunikation, ob es nur das dritte Auge war oder ob es irgendwelche Auren waren, die haben alle kommuniziert, die Babys mit den Muttis. Vor allem ist das ja nicht mehr so. Für die Kinder auch ein erschreckend unterbewusstes, eine Erkenntnis unterbewusst, dass das Handy viel wichtiger ist wie das Kind selbst. Genau, und es ist immer dazwischen. Es ist immer auch schon geografisch dazwischen. Ja. Ne? Da ist das Baby und ja, ich komme gleich, ja. Ja, gleich. Mhm. Das ist unterirdisch. Es gibt eine Entwicklung, die geht noch viel weiter mit diesen Kinder-Apps, mit also Baby-Apps, wo die App sagt, wann das Kind Hunger hat und wann nicht und so weiter. Das kenne ich nicht. Hat ein Freund von mir neulich erzählt, seine Bekannten, auch Babys, die haben halt alle kleine Kinder zu Hause. Mhm. Das Kind schreit, was macht die Mutter? Zieht das Handy raus, nee, das hat keinen Hunger. Die App sagt, das hat noch keinen Hunger. Oh, das ist... Und das ist jetzt kein Einzelfall. Mhm. Ja, also das geht in die Richtung, dass die Mutter mehr der Elektronik vertraut, wie dem eigenen Gefühl, dass das Kind jetzt Hunger hat. Nimm es auf den Arm, wickel es,
fütter es, beschäftige es und wenn nicht, wenn das auch nicht funktioniert, dann kannst du das machen. Ja? Gib Liebe, nimm es auf den Arm und beschäftige dich. Ja. Ist zu anstrengend. Dann ist keine Kinder machen. Ja, es ist weniger anstrengend. Das Kindergeld zu verlocken. Ja, ja, ja. Also das ist das, was Spitzer entdeckt hat oder ja, genau. Was er eben in seinen Büchern bringt. Er spricht ja auch, oder nicht er spricht davon, sondern wir reden davon, dass es einen Homo Digitalis gibt, ja, dass der Mensch in der Zukunft also immer mehr technisiert wird, dass wir auch immer mehr mit dieser Technik zu tun haben. Gerade in Deutschland, die Digitalisierung an den Schulen ist super. In meinem Heimatort haben sie jetzt eine neue Schule gebaut, habe ich neulich gelesen im Ortsanzeiger. Fette, große Tafel, nicht mit Kreide, sondern mit dem neuesten Scheiß einfach. Ja. So the latest shit. Mit Touch-Display und Grafiken und so weiter und so fort. Ist alles toll, bloß meistens funktioniert es nicht. Muss ständig ja, upgedatet werden. Ist ja vielleicht okay, ja. Wenn es auf der Tafel funktioniert. Ja. Ist ja nicht verkehrt vielleicht. Aber wenn die Kinder nur noch auf Glas streicheln, wie wir schon gesagt haben, ja, wie das auch der Spitzer sagt. Ich denke, das kann nicht gut sein. Mhm. Ich glaube, das ist nicht gut. Ja, ja. Vielleicht wäre einfach nur zu altmodisch. Aber ich denke, es ist nicht gut. Wir hatten den Vorteil, wir sind in den 70ern aufgewachsen, wir hatten analoges Spielzeug. Ich hatte meinen ersten Kassettenrekorder mit 7 Jahren bekommen, das war ein Mono-Kassettenrekorder. Ja, so ein großes, eckiges? So ein braunes Teil. Ich habe das zufällig neulich wiederentdeckt in dem Film mit Kate Winslet, der Vorleser. Mhm. David Cross und Kate Winslet. Und sie hat im Knast, als sie dann eingesperrt worden ist, hat sie so einen Kassettenrekorder gehabt. Und das war genau der Kassettenrekorder, den ich als Kind hatte. Und ich habe das dann recherchiert. Das war ein Braun SL55, glaube ich, und so. Und habe mich daran erinnert, was das für mich war. Mhm. Ein Kassettenrekorder. Ich habe dann TKKG reingeschmissen und die 3 Fragezeichen und was weiß ich, was man halt da so gehört hat. Eine Kassette. Die meisten Leute wissen gar nicht mehr, was eine Kassette ist von den jungen Leuten. Ja. Also das war für mich die Technik und trotzdem habe ich aber Kopfkino gehabt. Und jetzt, wenn ich heute sehe, die Kinder, die haben alle Smartphones. Da sind 1000 Songs drauf, MP3, 1000 Videos und so weiter und so fort. Und also es geht in eine ganz falsche Richtung. Ja. Was möchtest du denn dann da mit dem Film ausdrücken? Also du darfst jetzt die Story nicht erzählen, aber was ist dann die Conclusio, wenn du den Film machst? Soll der die Leute einfach nur aufrütteln? Soll er zum Nachdenken bringen? Der soll auf jeden Fall zum Nachdenken bringen. Der soll niemanden bekehren, es soll niemanden in die Lage bringen, jetzt sein Leben ändern zu müssen. Mhm. Aber es sollen kleine Bausteine sein. Angenommen, da sind 100 Bausteine und ich bin jetzt jemand, der sagt, okay, mir gefällt Baustein 23, dann gefällt mir Baustein 5, mir gefällt Baustein 100, den Rest begreife ich nicht. Oder ich bin noch nicht so weit. Mhm. Aber das reicht ja schon. Ich finde, es reicht schon, wenn Leute sich schon mal über so ein paar Sachen Gedanken machen. Also 100 Bausteine wären es nicht. Mhm. Das war jetzt nochmal. Ja, ich weiß, was du meinst. War nur ein Beispiel. Aber es wäre schön, wenn die Menschen wirklich anfangen könnten, sich mal darüber Gedanken zu machen, was sie hier tun. Mhm. Also ich meine nicht das, was ihre Aufgabe auf der Erde ist. Ich rede davon, was sie hier tun, wie sie ihre Kinder erziehen, wie die Sachen wahrgenommen werden, die sie wahrnehmen sollen. Das möchte ich so ja, nach vorne treiben. Mhm. Also wenn du noch freie Posten in der Setliste hast, ich bin sofort dabei, bei allen Tagen, wo ich Zeit habe, entweder halte ich den Tongalken oder ich baue die Kameras auf und die Scheinwerfer. Okay, und dann machen wir Making-of-Fotos. Ja, definitiv. Ich will einfach nur dabei sein bei so einem Projekt. Finde ich großartig. Was denkst du, wann Release ist? Wann? Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Also was passieren muss natürlich, es muss erstmal Geld her. Okay. Ja, jede Reise kostet Geld, jedes Hotel kostet Geld. Mhm. Jeder Cutter kostet Geld, Lichtleute, das muss ja alles erstmal bezahlt werden. Mhm. Ich möchte auch jemanden ranholen, der über das Drehbuch guckt, dann ein bisschen Spannung reinbringt. Mhm. Klar könnte ich es machen, ich wäre nur ein großer Freund davon, wenn es noch jemand beäugt und ein paar schlaue Tipps dazu gibt. Mhm. Das bedeutet, es wird demnächst ein Verein entstehen, der die Initialzündung für den Verein war wegen diesem Film. Ein paar Freunde von mir sagten, pass auf, wir machen den Verein. Und wir machen dein Projekt als erstes Projekt für uns. Mhm. Ist das Startprojekt für die? Ah, verstehe, okay.
Also ein gemeinnütziger Verein? Ein gemeinnütziger Verein, okay. Ja. Das heißt, Spendenquittungen können herausgegeben werden. Alles klar. Steuerliche Vorteile. Okay, und groß. Und wenn du, wenn man dich unterstützen möchte, wie wird man auf dich aufmerksam? Gibt es eine Homepage? Wird das alles da? Ja, also es gibt gerade noch eine recht rudimentäre Webseite für den Film. Nennt sich mut-der-film.de. Und da gibt es schon ein bisschen was zu lesen. Und da wäre es schön, wenn sich die Interessenten, die auch eventuell sponsern möchten oder wissen möchten, wie es weitergeht, sich schon mal im Newsletter anmelden. Das wäre richtig gut. Gibt es vielleicht die Möglichkeiten, dass du irgendwelche Protagonisten kriegst, die dann dafür im Abspann aufgeführt werden? Weißt du, wenn Leute sagen, hey, da würde ich gerne dabei sein bei Dreharbeiten oder sowas, brauchst du auch mal, hast du eine Massenszene dabei, wo du vielleicht 100 Protas brauchst? Es wird auf der Vereinsseite, wo die Spendenmöglichkeit passiert, würde es tatsächlich die Möglichkeit geben, Rollen zu kaufen. Ah, okay. Ja? Ja. Du kannst Rollen kaufen und du kannst sogar ein Product Placement machen in dem Film von deinem Produkt, von deiner Firma oder von deiner Person, deiner öffentlichen Person in der Öffentlichkeit. Das wird möglich sein und ich hoffe, dass dadurch auch das richtige Geld reinkommt für den Film. Ja, klingt nach einer coolen Nummer jetzt schon. Wie wirst du denn den Film dann rausbringen? Kommt er in die Kinos oder gibt es ja DVD, YouTube? Wie stellst du dir das vor? Gut, also dieser Film soll für den Zuschauer kein Geld kosten. Ich möchte, dass der Film existiert. Der Film wird über einen gewissen Zeitraum auf Filmfestivals abgespielt. Da gibt es eine Firma, die das macht. Das wird auch ein bisschen Geld kosten. Und der Film wird ein Jahr lang durch Filmfestivals tingeln. Ja, weltweit. Also nicht nur in Deutschland, weltweit. Der Film wird untertitelt auf Englisch und wird weltweit, Venedig, Toronto, Berlinale, Cannes, da wird er überall eingereicht. Ja? Und der Film wird auf Amazon Prime erscheinen. Oh. Ja, da bin ich schon dran. Okay. Das läuft auch. Okay. Die anderen Leute wie Netflix und Sky werde ich auch angehen, aber erstmal habe ich Amazon Prime. Denn ich habe neulich mal einen Film gucken wollen. Der Film hieß Alphabet, falls du das kennst. Ich überlege gerade. Das hat auch mit dem Schulsystem zu tun. Ja, ja. Ja? Nein, bin. Und ich wollte den gucken und jemand sagte mir, den gibt es auf Amazon. Bin ich zu Amazon rein und sehe, das Ding kostet 10 Euro. Okay. Und da habe ich gedacht, mein Film wird nichts kosten. Mhm. Weil alle Macher, die sind dabei und nehmen wirklich, also die Leute, die mitspielen, nehmen keine Gage zum Beispiel. Okay. Also Dirk Müller nimmt kein Geld. Yeah. Daniele Ganser nimmt kein Geld. Also alle nehmen kein Geld. Yeah. Was ich bezahlen muss, ist halt so Krams am Ende, wie gesagt, Reise, Unterkunft, Organisation, Drehgenehmigung, alles, was leider bezahlt werden muss. Da muss ich 150.000 Euro für holen. Okay. Ja. Ist jetzt für uns sehr viel. Ja. Aber wenn du bedenkst, dass eine Tatortfolge schon 1 Million kostet, ist es im Grunde ein Lächer. Also ist es lächerlich. Ja, ja, ja. Weil wir drehen ja in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Mhm. Wir haben schon Reisekosten ohne Ende. Maut, Sprit, Unterkunft, genau. Der, ich weiß es. Organisation, hier noch ein Ausleuchter, da noch ein Träger für Kabel. Mhm. Hier noch ein bisschen Technik. Ja, und wenn wir das mit der Summe schaffen könnten, wäre das Ding im Grunde fertig. Wenn mehr reinkommen sollte, haben wir schon besprochen, weiten wir die Dreharbeiten aus auf andere Länder. Ah, okay. Brüssel auf jeden Fall und Paris. Aha. Okay. Ja, dann kann ich eigentlich nur wünschen, dass dein Baby fliegen lernt. Ja, dass das wirklich, dass das aufsteigt. Es klingt nach einer Riesensumme, aber ich habe jetzt heute gerade gelesen, der neue Film von Bully Herbig über eine Flucht mit dem Ballon aus der DDR, der ist jetzt gerade angelaufen, 5 Millionen. Für Hollywood ist das der Trailer vorneweg. Ja. Genau. Aber genau. In Deutschland ist das eine große Summe. Mhm. Und wer in dem Business ist, weiß einfach, was da alleine ein kleines Mikro, Kabel, Technik, jeder Furz kostet endlos viel Geld. Und das muss man halt einfach kriegen. Ja, Mikrofonmiete also, für einen Tag bist schon bei Hunderten von Euro. Ja, eben. Ja.
Also wir gucken mal, ja, nein, wir gucken mal nicht, sondern wir schauen dafür, dass das ganze Ding an Fahrt aufnimmt. Was wir machen können, ist einfach aufrufen, dass das Ganze ein tolles Projekt ist, das wir auch gerne unterstützen. Deswegen habe ich dich gerne hier. Mhm. Deswegen ist es schön, dass du zu uns gekommen bist ins Studio. Und ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir beim nächsten Mal da sitzen, darüber sprechen, wie die Premiere gelaufen ist und wie die Quote war. Ja. Ob die berechnet werden kann, kann ich dir nicht sagen. Nein, aber weil, wie gesagt, nicht ausgewertet Quote wird. Quote meine ich einfach die Resonanz beim Publikum und wie das Feedback ist. Einfach, dass darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Spätestens dann. Norbert, tausend Dank für die Arbeit. Tausend Dank dir. Dafür sind wir da. Ja, Millionen Dank. Komm gut heim. Gruß an die Familie. Danke. Ja. Tja, jetzt haben wir schon alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Aber nochmal der Aufruf, das ist ein Projekt, das wir mehr als nachträglich unterstützen. Ein Crowdfunding-Projekt, wo ihr gerne eure Mühe, Zeit, Geld, Energie investieren könnt, dass das Ding auch an den Start geht. Uns wird es natürlich freuen, wenn da viel zusammenkommt. Vielen Dank für die Unterstützung, auch für uns, die jeden Tag hier eintrifft. Und ich sage alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit und Servus.